Shut up, John. Hallo, meine Kartoffelfreunde. Und willkommen zu einem kleinen Tutorial, weil ich das Gefühl habe, dass einige von euch nicht wissen oder noch nicht wissen, wie Burger MMO installiert wird oder so ähnliches. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal ein kleines Tutorial, weil das irgendwie ein bisschen komplizierter ist. Und dann habe ich mehr. Ja, habe ich was davon, habt ihr was davon und dann können wir alle zusammen Poker MMO spielen. Also Poker MMO, da geht ihr einmal auf die Seite und dann geht ihr auf Downloads. Also die ganzen Links werden auch in der Beschreibung sein, gleich nach dem Video. Und dann werdet ihr euch einmal registrieren müssen, das habe ich jetzt schon getan, deswegen werde ich es nicht nochmal machen. Dann steht hier so Download the Client, da klickt ihr drauf. Und dann müsste sich so blablabla, ja, ich habe verstanden und möchte es downloaden. So, dann wird der Poker MMO Client runtergeladen. Und, so. Wenn ihr das dann runtergeladen habt, also ihr braucht keine Angst haben, ihr braucht kein WinRAR, weil das eine ZIP-Datei ist und keine RAW-Datei. Und, so, diese Datei, Moment. Ziehen wir uns mal auf den Desktop. So. So, die Datei entpackt ihr dann einmal. Warte, ihr macht einfach einen Ordner hier mit Datei entpacken. Und dann einfach MMO-Client, so okay. So, dann habt ihr einen Ordner, Poke MMO-Client. Den könnt ihr löschen. Den öffnet ihr, dann habt ihr einmal die .sh und .exe-Datei. Die .sh-Datei könnt ihr eigentlich löschen, das ist nur für Mac und .exe ist für Windows. So, und dann habt ihr hier einmal den Ordner ROMs. ROMs ist am Anfang immer noch leer, deswegen braucht ihr einmal die ROM, das ist einmal das Spiel, was ihr braucht, um es überhaupt zu spielen, weil Poker MMO stellt euch nur den Klienten zur Verfügung, nicht die Spieldateien. Und dafür habe ich einmal die feuerrote Version hochgeladen. Und die könnt ihr dann einmal hier auf dem Link runterladen. Ihr könnt das einfach mal machen. So, das ist dann eine .gba-Datei. Zack, die sehen wir uns auch einmal auf dem Desktop. So, und jetzt zeige ich euch einmal, müsst ihr das eigentlich nur noch, ich zeige euch das einmal, wenn ihr das ausführt, ohne dass da eine ROM drin ist. So, dann sagt er euch, dann öffnet er das zwar, aber er sagt ja blablabla, dass es nicht geht. Und gut, dann geht ihr auf Poker MMO Client ROMs. Dann, wie mache ich das jetzt am besten so? Zieht ihr die ROM da rein, einfach nur die ROM, ich habe auch nur die ROM-Datei hochgeladen. Und dann könnt ihr das Spiel eigentlich schon starten. Und ihr hört schon die Musik im Hintergrund. Da müsst ihr euch nur noch einloggen. Und schon seid ihr in eurem Poker MMO Account. Hier müsst ihr nur den normalen Server 0 auswählen. Und zack. Und schon könnt ihr einen neuen Charakter erstellen und loslegen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Abo da und like das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich werde demnächst wahrscheinlich, denke ich, auch noch ein paar mehr Tutorials machen, für je nachdem, was man braucht und so. Aber ja, jetzt heißt es erstmal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffelsalat. Tschüss.